Tja, lustig geht's auch weiter, wenn Sie in einen Zirkus denken. Was fällt Ihnen da ein? Ein großes Zelt vielleicht, Clowns, Jongleure, Akrobaten und eventuell noch ein paar möglichst artgerecht gehaltene Tiere. Der Zirkus Jocko aus Würselen ist ganz anders. Keine Akrobaten, kein Zelt und auch keine Tiere. Und trotzdem ist er seit 25 Jahren erfolgreich in der Region unterwegs, weil er die Menschen zum Lachen bringt und zum Mitmachen. Diese Clowns können jonglieren, lustig sein und Kinder zu Zauberern machen, die Wasser verschwinden lassen. Ich habe meine Hände geschüttelt. So, und alle anderen Kinder machen ihre magische Hand nach oben. Machen mal eure magische Hand nach oben. Genau, super. Und jetzt fehlt noch das magische Gesicht. Ja, können wir ja mal aufmachen, vielleicht ist er. Oh, guck mal. Also jetzt mal, guck mal, da ist ja wirklich alles pupstrocken. Die Kinder vom Haus Klatschmund in Bruchweiden sind vom Zirkus Jocko begeistert. Mit Programmen für Kinder fing auch alles an, vor 25 Jahren. Marga Baker, eine Erzieherin und selbstständige Spielzeugverkäuferin, gründete den Zirkus und benannte ihn nach dem italienischen Wort für Spiel, Jocko. Schon früh mit dabei war Heide Pittelko. Ich glaube, das war sogar 96. Oder es war Marga war Pädagogin, also gelernte Pädagogin. Das war natürlich der Sinn, dass Kinder nicht nur in ihren Sitzen still sitzen müssen und zugucken. Die Marga hat sich selber immer gerne bewegt. Die wusste, dass Kinder sich gerne bewegen und auch gerne selber etwas in die Hand nehmen. Und ja, die wollte die Kinder nicht nur zu Zuschauern in die Rolle der Zuschauer drücken, sondern sie wollte auch, dass die Kinder selber mitmachen können. Nach und nach gab es immer mehr Clowns und Programme auch für Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Aber dann erkrankte Marga Baker an Krebs. Die Zukunft des Zirkus war in Gefahr, bis sie Udo Titze fand, einen gelernten Betriebswirt, der erst eigentlich nur die Geschäfte des Zirkus Jocko übernehmen wollte. Im Jahr 2002, das weiß ich ganz genau, das war mein 40. Geburtstag, hatte ich ein Engagement angenommen, ein Firmenfest in Aachen. Und keiner der Clowns konnte. Und ich sagte, Marga, wir haben da einen Auftritt, ich habe ein Problem. Sie konnte ja nicht mehr auftreten aufgrund ihrer Krankheit. Ich sagte, wie lange brauche ich, um jonglieren zu lernen? Meinte sie, du, 5 Tage. Ich sagte, okay, in 2 Wochen ist ein Auftritt, ich muss da auftreten. Kein Problem. Seitdem ist er selbst auch als Clown dabei. Als die Gründerin 3 Jahre später starb, wollte sie nicht zu viel Trauer. Ihr war immer bewusst, dass sie dann irgendwann sterben würde. Aber sie will nicht dann halt so, ja, so eine klassische Beerdigung, wo alle stocksteif und, sondern sie hat sich das halt so ein bisschen bunter vorgestellt. Ja, das habe ich ihr dann auch erfüllt. Also ich und noch ein Clownskollege, wir sind dann als Clowns gegangen und haben mir dann auch noch so auf den letzten Weg so ein paar Konfetti Schnipsel auf ihr Grab gelegt. Marga Bakers Idee hat überlebt. Auf die 1, Daniel, du bist ein bisschen aus dem Takt. Ja, aber wir zählen schon mit. Zu ihrem Mitspielzirkus gehören inzwischen auch Musikclowns. Das Ziel aber ist immer noch dasselbe: Menschen jeder Altersgruppe Freude zu bereiten. Und das gelingt ihnen schon seit 25 Jahren. Ja, dann weiter so. Ein